Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 31. August 2015. Heute gibt es einen Ausschnitt aus der neuen Folge Ustergondel mit Karin Natter. Einige schöne Eindrücke vom Bregenzer Wald sowie die News-, Sport- und Wetterinformationen. Karin Natter ist mit Leidenschaft orientalische Tänzerin. In der Gondel am Muttersberg plauderte sie mit Andreas Seeburger über diese Leidenschaft. Einen kleinen Ausschnitt aus der neuen Folge Ustergondel gibt's jetzt. Ganz, ganz toll. Wir sind hin und weg. An der Talstation ist alles zusammengelaufen vorher, wo du der Auftreter bist. Stichwort Auftreter. Nabila ist dein Künstlername. Genau, ja. Und jetzt erklär einfach einmal das Thema Bauchtanz, die Tradition Bauchtanz. Was gibt es da zum Sagen? Eigentlich nennt man es orientalischer Tanz. Ach, wieder was gelernt? Wieder was gelernt. Es kommt aus dem Orient, ja, aber orientalischer Tanz. Ja. Bauchtanz, dieser Name kommt drum, weil auf der Weltausstellung 1800, ich glaube 1882 oder so, ja, sind das erste Mal Bauchtänzerinnen in Amerika gewesen. Ja. Und die haben, oh Gott, das war ja damals äußerst verpönt, der Bauch natürlich offen hier. Ja, ja, schön. Oder immer. Das geht ja nicht. Und dann haben die Amerikaner das Bellydance genannt. Und okay, als was für Amerika umgekommen, ja, wird einfach wortwörtlich übersetzt, ja, Bauchtanz. Bauch, alles klar. Karin, verzeih mir, aber nicht nur ich, sondern auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe zumindest, dürfen die da in ganz betrachten. Dein Dekolleté, du bist bauchfrei. Hast du damit kein Problem, deinen Körper so zu zeigen, also so zum Präsentieren? Nein. Das gehört zu der Kultur, das oder? Gehört ja, jein zu der Kultur. Sag ich mal, zur Kultur dieses Tanzes gehört das dazu, okay, weil die orientalische Kultur ist ja eher verhüllt. Richtig, die heutige Zeit auch von, wieder, ja, ganz klar, ja. Oder Islam sich im Prinzip, ja, wieder sehr traditionell, ja, verhaltet. Ja. Aber ich denke, die heutige Zeit, wo man die, ja, Werbung und überall, ja, ja, ist also, als sehr ich offen. Bin nur sehr bekleidet, würde ich sagen. Okay, aber gerade wenn du trittest, also erstens einmal hast du kannst du eine Ausbildung vermitteln, ja, das haben wir einmal, das ist ja schon mal sehr wichtig, genau. Mhm. Da kommen wir aber nachher noch kurz dazu. Ja. Aber wenn du jetzt auftrittst irgendwie, du wirst ja de facto fast ausgezogen von den Blicken. Der Mann, ja, schaut natürlich gerne zu, ja, auch Frau natürlich, ja, weil es ist ja was Schönes. Das gibt es da Grenzen? Wenn, es gibt Grenzen. Kann man das schwierig vorstellen? Die ziehen die aus mit der Blicke, oder? Ja, manchmal ist das nicht so angenehm, muss, ja, ich ehrlich sagen. Ja. Es ist, ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht in den vielen, mhm, Jahren. Manchmal ist es so, dass man auf einer Hochzeit oder so tanzt und Frauen schauen nur, was tut mein Mann. Schau einfach nach. Wirklich? Ja, ehrlich, wirklich. Gleich es ist wirklich du brutal. Die trauen sich gerne mir anschauen, weil die sind so beschäftigt zum Schauen, dass der Mann ja nicht zum Schauen. Ach so, ja. Üserländle, ja? Ja. Ja. Okay. Ustergondel mit Karin Natter in voller Länge, dann ab morgen Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. Fußgängerinnen niedergefahren, Anklage eingegangen. Jener 23-Jährige, der Mitte Mai zwei Fußgängerinnen in Bregenz niedergefahren hat, muss sich im Oktober vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung unter besonders gefährlichen Verhältnissen erhoben. Der Mann soll mit überhöhter Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich rechts überholt haben. Schließlich prallte er gegen eine Mauer und erfasste dabei zwei Fußgängerinnen. Dem 23-Jährigen drohen bis zu 2 Jahre Haft. Segelboot im Bodensee gekentert. Ein deutsches Ehepaar und eine Frau aus Lustenau waren am Sonntag gegen 18 Uhr mit einem Segelboot von der Rheinmündung in Richtung Wasserburg unterwegs. Aufgrund eines Lecks im Schwertkasten nahm der Tiefgang des Bootes schnell zu. Eine Welle füllte das Boot schließlich komplett, sodass es kenterte. Als das alarmierte Feuerwehrboot Föhn am Ort des Geschehens eintraf, befanden sich die drei Passagiere bereits in Sicherheit. Ein Sportboot hatte sie gerettet. Die Wasserrettung sowie die Feuerwehren Hart und Bregenz sicherten das Boot zunächst vor dem endgültigen Sinken.
und Einschleichdieb in Fußsach überführt. Die Polizei konnte am vergangenen Freitagvormittag einen 29-Jährigen wegen Einschleichdiebstahls festnehmen. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung ging ein Bettler von Haus zu Haus und bettelte um Bargeld. Der 29-jährige Rumäne trug mehrere Schmuckgegenstände bei sich, zu denen er keine Angaben machen wollte. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Schmuck kurz zuvor bei einem Einschleichdiebstahl entwendet wurde. Die Wertsachen wurden an die Geschädigte zurückgegeben. Der 29-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Egal ob Sport, Freizeit oder Kulinarik, der Bregenzer Wald hat so einiges zu bieten. Wir haben uns umgeschaut. Eintauchen in eine andere Welt ist angesagt, wenn ein Besuch im Bregenzer Wald ansteht. An vielen Stellen der 22 Ortschaften im vorderen und hinteren Bregenzer Wald scheint die Zeit schlicht und einfach stehen geblieben zu sein. Ersichtlich ist die lange Geschichte in vielen noch in Originalform erhaltenen Bregenzer Wälder Häusern. Das ehrliche Handwerk wird in dieser Region Vorarlbergs noch groß geschrieben. Die Bevölkerung des Bregenzer Waldes lebt hauptsächlich vom Tourismus, der Landwirtschaft und einem stark mit der Holzverarbeitung verbundenen Gewerbe. Viele Bregenzer Wälder finden außerdem als Pendler Arbeit im Land, also im Rheintal. Die Wälder sind stolz auf ihre Herkunft und gelten als sehr genaue, verlässliche und zielstrebige Menschen. Der Wald ist nicht nur Heimat, sondern auch Ferienziel vieler Touristen aus dem In- und Ausland. Die Freizeitmöglichkeiten sind dabei riesig, egal ob Radfahren, Spazieren, Wandern oder einfach durch die Lüfte gleiten. Die frische Luft und die vielen Farben wirken entspannend für Körper und Geist. Wir machen gleich weiter mit den aktuellen Meldungen aus der Welt des Sports. Gleich zwei Neuzugänge vermeldet der SC Altach. Der Fußball-Bundesligist sicherte sich zum einen die Dienste von Mittelfeldspieler Gavao. Der Brasilianer kommt von Austria-Lustenau und unterschrieb einen Vertrag bis 2018. Ebenfalls wieder in Altach ist Ismail Tajouri, der von Austria-Wien wieder zurück in die Cashpoint-Arena wechselt. Das war's vom Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. In den vergangenen 10 Jahren wurde der Fuhrpark der österreichischen Polizei um 1000 Dienstfahrzeuge reduziert. In Vorarlberg jedoch wird die Mobilität der Beamten durch das Leasing-System nicht eingeschränkt. Bauherrschaften brauchen Geduld. Raumplanungsentscheidungen in Vorarlberg dauern mindestens ein halbes Jahr. Und beim 27. Lurger und Losner Festival in Feldkirch kommen junge Theaterfreunde voll auf ihre Kosten. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Dir Tag. Sie sehen im Anschluss wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Das sehen Sie am Montag bei Bauen und Wohnen. Gut geschützt bei Markisen und Sonnenschutz kommt es auf Design und Material an. Gut gelegt, Terrassenbeläge sollten vor allem langlebig, unempfindlich und belastbar sein. Und gut genutzt, wer seinen Strom vom eigenen Dach selbst produziert, spart Energie und damit bares Geld. Bauen und Wohnen, die Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause, immer montags ab 19.35 Uhr bei Ländle TV. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 18 und 27 Grad. Der Wind weht mit 10 km/h aus Süd-Südosten. Der Dienstag fängt nochmals wolkenlos an. Es wird zwar wieder warm, aber nicht mehr heiß, dafür aber deutlich schwüler durch die Anfeuchtung. Am Nachmittag mischen sich bald Quellwolken und höhere Wolkenfelder ins Wetter ein. Dazu steigt die Gewitter- und Schauerneigung rasch an. Die Höchstwerte reichen von 25 bis 31 Grad. In der Nacht auf Mittwoch sorgt eine Kaltfront für starken Regen und Abkühlung. Auch tagsüber bleibt es am Mittwoch regnerisch und trüb. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad.
Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter vorübergehend. Es gehen sich bis nachmittags ein paar freundliche und trockene Stunden aus. Am späteren Nachmittag bilden sich wieder verbreitet Regenschauer. Und am Freitag regnet es ebenfalls bei Temperaturen von 14 bis 18 Grad.